Hallihallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie ihr ein super schnelles T-Shirt für den Sommer nähen könnt. Ich habe dabei alle Saumenden mit einem Rollsaum versehen. Das geht super schnell und super einfach. Und jetzt erkläre ich euch, wie ihr das in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung selber nähen könnt. Als Schnittmuster verwende ich hier ein Schnittmuster von dem Pulli, das ich selbst erstellt habe. Wie ich das gemacht habe, erfährt ihr in meinem anderen Video, wo ich euch den Link auch nochmal in die Beschreibung stelle. Ich beginne jetzt mit dem Vorderteil. Ich habe hier jetzt ein halbes Schnittmuster. Dementsprechend muss ich mir den Stoff einmal doppelt zusammenfalten mit dem Motiv innenliegend und lege dann die Mitte des Schnittmusters schön auf den Rand der gefalteten Stelle hoch und kann mir das dann mit einem Zentimeter Nahtzugabe einmal ausschneiden. Dasselbe wiederhole ich dann auch einmal für mein Rückenteil. Für den Ärmel könnt ihr natürlich die Länge frei wählen. Ich mache jetzt ein kurzes Ärmelchen, sodass ich hier diesen Stoffresten aufbrauchen kann. Und auch hier wird der Stoff einmal zusammengefalten und dann mit einem Zentimeter Nahtzugabe auf allen Seiten ausgeschnitten. Anschließend kann ich das Vorderteil einmal auf das Rückenteil legen, und zwar mit dem Motiv innenliegend, und kann mir dann die beiden Seitennähte und die Schulternähte miteinander vernähen. Das mache ich jetzt mit einer Fake Overlock Stich und einer Stichlänge von ungefähr 2. Anschließend kann ich das T-Shirt bereits jetzt mit einem Rollsaum versäubern. Dazu stelle ich jetzt einmal an meiner Maschine den Zickzackstich ein und stelle die Stichlänge auf fast 0, also 0,1, und die Spannkraft auf 1. Beim Nähen selbst wird jetzt der Jersey-Stoff leicht gespannt und es ist wichtig, dass die Nadel also einmal auf der rechten Seite ins Leere greift. So sollte dann euer Rollsaum ausschauen. Also ihr seht, das hat eigentlich sehr gut geklappt. Und jetzt werde ich genau dasselbe auch nochmal machen für meinen Kragen. Die beiden Ärmel kann ich mir auf dieselbe Art und Weise mit einem Rollsaum versäubern. Anschließend schließe ich mir den Ärmel, indem ich es einmal mittig zusammenfalte mit dem Motiv innenliegend und an der Seite mit einem Fake Overlock Stich entlang nähe. Als letzten Schritt vernähe ich jetzt einmal die Ärmelchen mit dem Hauptteil. Dazu habe ich das Hauptteil einmal auf die andere Seite umgeschlagen mit dem Motiv innenliegend und ich markiere mir nun die obere Mitte des Ärmelchens mit einer Nadel und stecke dann meinen Ärmel mit dem Motiv außenliegend in die Ärmelöffnung rein und stecke dann mein Nadelchen mit der Schulternaht einmal ab und die Seitennaht mit der Naht des Ärmels. So kann ich jetzt wiederum an meine Nähmaschine gehen und nähe einmal der Ärmelöffnung entlang mit einer Nahtzugabe von ungefähr einem Zentimeter und einer Fake Overlock Stich und einer Stichlänge von 2. Und beim Nähen selbst ist es wichtig, dass ihr Acht gebt, dass ihr immer schön Stoffende auf Stoffende legt.
Und somit sind wir jetzt auch schon fertig. Also ihr seht wirklich, wie ruckzuck so ein T-Shirt fertig genäht ist und ist auch super einfach, also wirklich für Anfänger geeignet. Ich hoffe, euch hat meine Anleitung gefallen, dass es bei euch genauso gut geklappt hat. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss!